All those years you were lying to me. It was for the greater good, Sam. And I would do it again in a heartbeat, for the same reasons. Ah, sie kann auch. I never did know you. Guck mal, wie gut ich Bauch reden kann und so. No, you didn't. And you still don't. Oh ja, ich muss selber laufen, gut. Was sind das hier für Türen? Die sind ja interessant. Wenn ich jetzt einfach nicht gehe, ich kann auch einfach, was kann ich machen? Kann ich auch nach links und nach rechts? Nach hinten? Kann ich, was ist, wenn ich hier irgendwas drücke? Kann ich sie? Nein? Kann ich sie nicht? Ah, das wäre ich halt vorgeschoben, ist ja auch okay. Ja, das Ganze ist halt auch, also das ist jetzt die Zukunft und wir spielen ja die gerade zur Zeit, wie es dazu gekommen ist und spielen dann nochmal, wie es zu der ganzen Vergangenheit übergekommen ist. Das ist schon ein bisschen. He'd always been more the lone wolf type and he needed a little reminder on the value of sticking your neck out. After the fun and games at the monument, Sam headed to White Box. The goons who bought the place had already gotten what they wanted out of it and were moving it off-site. But he didn't care what they were taking out. He wanted to get in. Not that a double-walled EMP containment structure has a lot of back doors. He just needed one. EMP, hä? Ja, stimmt, es ging ja irgendwas um EMP, also elektromagnetischen Impuls, der wohl irgendwie schaltet. Das ist immer, ich weiß nicht, wie es in Realität ist, aber in den Filmen ist das natürlich immer so mit EMP, da legt man alle möglichen elektrischen Sachen da an. Ich habe mal Small Soldiers gesehen. Ist im Prinzip die Weltkriegs- oder die Kriegsvariante oder die Erwachsenenvariante von Toy Story. Was haben wir denn hier so? Achso, ich will dir, was ist das? Space, genau. Und da kam dann auch irgendwann EMP. Und es ist ein netter Film. Den könnt ihr euch, also wenn ihr euch den mal anschauen wollt, macht das mal. Warum kriege ich denn die AK-47 eigentlich nicht? Sie ist ja doch jetzt echt langsam mal eine Zeit und auch hier diese Dingsbums. Und nicht, was haben wir hier so? Flashbang. Frag Grenades hätte ich gern. Kann ich die. Was kann ich damit machen? Radius. Ja, machen wir mal. Warum nicht? Ist das noch? EMP Grenade. Brauche ich jetzt glaube ich nicht so. Halt, Moment, ich will ja meine Schrotflinte schnell noch. Gut. Was kann ich denn aus der eigentlich machen? Was, das ist dringend, das ist irgendwie, was ist das? Mark and Execute, dafür brauche ich sie glaube ich nicht. Aber ich mache sie mal mit einem kleinen Laserpointer noch etwas genauer. So. Infiltrate the building. Wie haben wir rutscht? Tatsächlich. Das war dasselbe, was der irakische Soldat vorhin gemacht hat. Ich habe gerade Wölfe heulen gehört. Ich weiß nicht, ob ich hier draußen schon so einen Lärm machen sollte. Also im dritten Stock. Ach, was soll's. Was soll der Geiz? Gibt's hier jetzt nicht so viel, ne? Ein bisschen Akten, ein bisschen Radio. Hier mal eine Flashbang oder was das ist. Und hier mal ein bisschen Reinigungszeug. Die hatten übrigens in Chaos Theory. So, Vic, how do I get in this box? Look for an industrial air exchanger on the side of the building. Breach it, then go for their security monitoring setup downstairs. Das ist ja. The objective should be easy to pick out once you've accessed the camera feeds. Famous last words. Das ist interessant, hier direkt Starkstromleitungen, die direkt in dieses Ding gehen. Da ist ja ganz schön krass was los sein. Also was ist jetzt ein industrieller, da hinten ist eine, was ist das, so ein, genau, so ein Klatterrohr. Industrieller Luft-Exchanger, Austausch, Dingsbums, eine Belüftung wahrscheinlich einfach nur. So, und hier drauf. Ja, genau. Nach oben geht's. Genau. Einfach mal Space Story. Und hier, boah, hier müsste ich mich wahrscheinlich fernhalten, damit ich hier nicht. Ist da gerade geblitzt oder? Ja. Ah, ich glaube, das sind nur Bugs.
Das ist ein interessanter Himmel. Ach Mensch, auch hier mit schönen... Mal abgesehen von diesen Grafik-Flare-Bugs, das ist irgendwie schön anzusehen hier mit diesem Washington-Hintergrund, Beleuchtung und so. Washington wäre bestimmt auch schön. Könnte ich mal hinziehen. Überhaupt Amerika, Land of the Free. Also früher mal. Bin ich jetzt schon... Moment mal. Ich glaube... Ja, was ist denn jetzt hier mit... Warte mal, Belüftung da oben. Das ist doch bestimmt hier Belüftung. Da hätte ich bestimmt wieder nur Space drücken müssen. Kann ich hier rechts rum? Ja, komm. Ach nee, hier geht's mal nach oben. Nach oben ist meistens gut. So, der La. Also Kletterpassagen sind auch also relativ einfach. Hm, vielleicht noch, weiß ich nicht. Wie gesagt, was ich sagen wollte... war, ich habe ja gerade mal geschaut, vielleicht in diesem Hütchen, was da so rumsteht. Und früher hatten die ja in Chaos Theory, was der dritte Teil der Serie war, hatten die Werbung. Also tatsächlich irgendwie, da haben sie ab und zu mal dazwischendurch hier mal so ein Kaugummi gekaut, so, also wo auch fett die Marke drauf stand, oder da waren eben auch Werbetafeln in der Stadt. Und das war jetzt gar nicht mal, ich meine, das ist schon aufgefallen, aber es war nicht störend, weil es eben auch, also, weil eben in der Stadt manchmal Werbetafeln rumhängen, das ist ganz normal. Und, ich weiß nicht, also wenn man dadurch irgendwie Spiele gut finanzieren kann, denke ich, also war ich immer so der Meinung, das hat mich jetzt nicht persönlich gestört. Das konnten die durchaus machen, wenn es jetzt nicht übertrieben ist. Wenn du dir dafür irgendwie das Spiel ein bisschen umfangreicher wird, weil du sagst, okay, wir haben eben mehr Geld zur Verfügung, bitte, by all means, knock yourself out. Das ist aber interessant. Gut, ich weiß, Ubisoft und so, die, also es ist ja nicht Ubisoft, ich habe immer nicht nachgeschaut, wer es entwickelt hat, aber die mögen so Backsteindinger, das gefällt mir. Aber das Interessante ist natürlich, dass die jetzt hier, ich meine, die haben hier außen so ein riesengroßes Ding drum und dann haben die innen drin quasi nochmal wie so ein ganz normales Haus halt. Also das ist natürlich schon cool. Space to jump, space to jump, space to jump. So, und hier sind offensichtlich ein Haufen Wissenschaftler, wie es aussieht, denen ich aber nichts tun darf. Also offensichtlich arbeiten die nicht für den Feind. Was? Access Monitoring System. Wir müssen mal rausfinden, wo das ist. So. Ich denke mal, wir gehen hier einfach mal den Weg lang. Da wird schon irgendwas kommen. Ach, ein bisschen komisch, die Stufen runter kann das sein. Ja gut, da geht dann halt immer zwei auf einmal. Security Room. Na dann, machen wir doch gleich mal. Können wir leider nicht. Ich dachte, wir könnten da ganz kurz rüberspringen. Aber dann müssen wir wahrscheinlich wieder an diesem knallgelben Rohr hoch. Das ist nicht umsonst da. Und ich bilde mir mich auch ein, dass ich da oben eine Glasfront gesehen habe. Was ist jetzt? Achso, ich kann hier am Dings sowieso nur. So. Da steht einer und da steht einer direkt unter mir. Da ist auch noch einer. Und ich kann sie leider nicht alle ausschalten, weil ich noch keinen umgehauen habe. Hätte ich vielleicht vorher mit dem Typen tun sollen. Weil wenn der vielleicht jetzt wieder zurückkommt, dann könnte ich ja so ein Death from Above-Ding machen. Wenn er zurückkommt, was er offensichtlich nicht... Doch, jetzt. Komm her. What the hell is this shit? You wanna play games now? You'll duck? Ich glaube, ich habe noch einen abbekommen, ne? Also offensichtlich war das jetzt nicht so zügig, wie es hätte sein können, sollen, müssen. So, jetzt hier, großer Touchscreen. Okay, er mag den Touchscreen nicht, er nimmt halt lieber die Tastatur. Da bin ich haptisch auch manchmal so. Hier, ein bisschen aufnehmen, was ist da so, zoom in. Die Dame sitzt da und denkt sich, hm. On the bright side, coffee's gotten better. Let's see. Armed guards posted throughout the building versus an espresso machine. What wins? Oh, grow up. We got bought out, and the new owners brought in their private security. It happens all the time, particularly with projects at this security clearance. I just don't trust this Galliard guy. I mean, yeah, we got bought out, and he didn't lay anybody off, but it still bothers me. You just don't like the fact that his guy Robertson's holding all the data. Exactly. We can't cross-reference, we can't collaborate. What's he doing with it? Probably nothing. Maybe you better switch to decaf. Haha. Very funny. Hm. Ich gerade ein bisschen interessant. It's gonna be fine.
I know. Ich glaube, es ist interessant, weil... Ja, ich mag es auch nicht. Was heißt denn hier, wir haben die Security Clearance? Das hat doch eigentlich nur so Sachen so... Die eigentlich nur so staatlich sind. Ich meine, ich habe keine privaten Sachen Security Clearance. Und ich kann mir nicht ohne mich gerade, dass staatliche Sachen irgendwie gekauft werden können. Das ist ein bisschen komisch. Offensichtlich sind die auch nicht froh über den neuen Besitzer, aber irgendwie haben dafür eine neue Kaffeemaschine. So. Und er steht auch nur rum und tut nichts. Ja, gut, die Leute hätte ich nicht gekauft. Die sind nicht so produktiv, glaube ich. I'm telling you, we're not getting the amplification effect that we're looking for. What about the readings on run 1994? Robertson seemed keen on those. Robertson? Ah, Galliard habe ich schon mal gehört, oder? To interpret the data, even if he is collecting all of it. I'm thinking those were statistical noise. I think you're being too quick to dismiss the results. I think I've been working here 18-hour days for the last month and a half, and I'm not going to wishcast results because I'm going to wrap up and go home. Whatever. You're leaving half our results on the table. We're meeting our deadline. Deal with it. Ja, die sind alle ganz schön unter Stress. Ich sehe es schon. Was macht er so? Ja, ist schön, dass man hier wirklich auch immer so ein paar Geschichten sieht. Er geht hier mitten in den Raum, stellt sich hin und denkt sich... Wartet er hier auf jemanden, oder? Ihr seht aber hier schon so ein bisschen die Kanten flimmern. Das ist eben, ich spiele zwar auf der höchsten Auflösung und auch Anti-Aliasing und Zeug, beziehungsweise Anti-Aliasing nicht ganz auf maximal, eben wegen der ungünstigen Portierung, aber trotzdem, es ist einfach, weiß nicht, aha. Was? Secrecy saves mal. Aha. Ja, also, ja, ist okay. Wow. Come on, people. You said you'd be done 2 hours ago. What? We're not working fast enough for you. You think you can tell me how to do my job? I'm going to tell Lucius Galliard that you are interfering in our work. What do you think about that? Den kenne ich. You hear that? Der war im Airfield. I did. But what he doesn't realize. Oh. Oh, oh. Is that we work for Galliard too? Oh, sehr lippensynchron. You can't. I just did. Now you got a choice. Get back to work. Were you next? Not this one. Need her at the Bravo site. You could have the other as long as he's useful. Finish and start final phase. And the rest of the building. Roll it all back. What? You can't? This is unacceptable. You. Keep Poindexter here working. I got a cleanup to supervise. Okay, wir brauchen offensichtlich diesen Wissenschaftler. Weil der weiß, was hier los ist. Und die jetzt ihre eigenen Leute erschießen. Zumindest die sie gekauft haben, zu irgendeinem Zweck, der wohl mit EMP zusammenhängt. Weil das ist ja das, was die hier machen. So. Rescue the scientist. Where is the scientist? Let go. So, das Problem ist, ich habe gerade mal wieder keinen... Hallo? Ja, genau. Na? Hm, ich hoffe mal, dass wir die jetzt alle... Den einen hat's nicht... er kam auf uns zu. Oh. War? Nee, da hinten, okay. Er kam auf uns zu, wie nett, sonst hätten wir ihn nicht erwischt. Oh. Don't kill me. Answer my questions and we'll see. Ja, na komm. What are you working on that requires this kind of lockdown? Electromagnetic pulse countermeasure stuff for DARPA, mostly. Ja, da haben wir unsere EMP auch her. Gute Leute anscheinend. Since Robertson got here, it's been all project driven. Robertson. What's his deal? You mean besides letting Black Arrow take over the lab? He collects all the experimental data and wipes it off the rest of the systems. It's bad for workflow, and only he can see the big picture of what we're working on. What about Lucius Galliard? Where does he fit in? He's my boss, the owner of the company, and the guy who hired Black Arrow and Robertson to do security. I'm thinking it might be a good idea to relieve Robertson of that data. Can you get me in?
I could get you into the elevator. Good. Do it, then get out. I think I'd rather stay. Some of my friends, they might need my help. Maybe I can... Good luck. Ja, hier liegen Waffen rum, ne? Kannst du machen. Aber ich glaube, so wie der jetzt gerade auftritt, kann er nicht viel helfen. Der hätte nach Hause gehen sollen. So, Zeit für die Schrotflinte. Nein, doch, gerade aussetzen hier im... Ja, gut, da müssen wir halt warten, bis der Aufzug oben ist. Und wenn der Aufzug oben ist... haben wir einen Speicherpunkt und offensichtlich ja, Rollback the whole Facility, also die, ich weiß nicht, für Rollback gibt es glaube ich momentan, zumindest fällt mir kein deutscher Begriff aus, aber heißt so viel wie setzen wir es alles mal zurück oder machen hier sauber und was die unter sauber machen verstehen, sehen wir hier gerade. Gut, und wir säubern das Gebäude unsererseits dann in der nächsten Folge. Bis dann, Servus.